Marvin? Ja? Sieht sich jeder? Oder was? Nicht, ne? Guck mal. Selfie-Modus ein. Selfie. Hast du? Ihr dreht euch alle mit dem Gesicht nach innen? Nein. Ihr dreht euch alle mit dem Gesicht nach innen. Du bist nach oben. So, und du hältst es hier unten hin. Und ich mache oben mit Flammen und du machst ein kleines Video. Ja. Auch ein bisschen vor. Okay, jetzt. Ja. Großes Fensterbach, kleines Fensterbach, ja. Walzbach. Alles klar. Wo? Das war ein Schiff. Der verarscht immer alle. Ach, ja, ich hab Spaß da nicht. Sehen wir uns wieder. Krieg mal. Was ist denn da im Wald? Holgi, guck mal hier unten, unter uns im Wald. Was ist denn das? Volker? Hä? Guck mal hier unten, die Hütte im Wald hier. Was könnten hier stehen? Sehe ich nicht. Mein Nesselberg, ist das? Hier links. Hier geht's da abgesteckt. Oben hier, guck mal, Holger, ist das hinten Eberswiese? Das hier der Steinbruch? Das ist der Steinbruch, ne, ist nicht Eberswiese. Sondern Nesselberg. Ist das schon der andere, ja? Würde ich sagen. Das ist da rechts, der Steinbruch von der Eberswiese, oder? Wo guckst du jetzt? Das war noch. Da drüben, das da. Hier ist die Hochspannung. Da siehst du die Stromtrasse. Das ist ja die Eberswiese theoretisch aussehen. Das ist da drüben an die Eberswiese. Guck mal, das Weite da. Man sieht das Haus noch gerade nicht. Am Rand, du siehst ja, die Berge. Da ist doch das Rote. Naja, das auf der großen Wiese, dort wo die Stromtrasse drüber geht, da ist genau. Die Eberswiese. Und hinten ist die Bergbahn. Steinbach-Holmberg sein. Hier vorne? Ja. Steinbach-Holmberg und hier drüber weg da so, das ist dann schon Schmalkalden.
ist alle. Oh. Das ist voll toll, das ist schon am Wochenende. Das war schön. Ja. Okay. Das ist aber auch mal echt Schluss. Von Spalkalden. Wir sind auf 1550 und fahren in Richtung Südwest. Sozusagen. Aber in falsche Richtung. Guck mal da. 10 km. Naja, das kann ich noch nicht erkennen. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir. 11 km. Kann man nochmal auf der Karte?
Nordwesten. Wie vorhergesagt, sozusagen, ja? Na, mal gucken. Guck mal, da unten, siehst du die Mauer hier? Und unterhalb, ja, kurz unterhalb der Mauer rechts, da wohnen wir. Da haben wir das Haus. Berghotel könnt ihr sehen. Friert irgendwer? Nee, auf gar keinen Fall.